Natascha und Richard, bitte stellt euch auf diese Seite des Pools. Janine und Tobias, bitte stellt euch auf die andere Seite des Pools. Natascha, du kannst wählen zwischen Richard oder Tobias. Die sichere Wahl ist Richard. Wenn du ihn nimmst, seid ihr automatisch ein Paar und du bleibst auf der Insel. Wenn du wieder mit Tobi zusammen sein möchtest, musst du was riskieren. Du musst zur Mitte der Brücke gehen und hoffen, dass Tobi dasselbe macht. Wenn er es nicht macht, bist du raus. Hart. Und sobald du auf die Brücke gehst, ist Richard raus. Ja, also die Entscheidung ist natürlich jetzt super schwer für mich. Ich habe den Tobi kennenlernen dürfen schon von Anfang an. Wir haben viel durchgemacht, unsere Höhen und Tiefen gehabt und viel miteinander gelacht, geweint, Emotionen getauscht. War nicht immer alles super, aber das Leben ist eine Berg- und Talfahrt. Und Richard, auch zu dir, ich habe dich kennenlernen dürfen, du bist ein super netter Mann. 21 Jahre, aber total erwachsen. Du hast auf jeden Fall was, wo ich sage, das zieht mich an. Und ich muss ehrlich zu mir selber sein einfach. Von Anfang an gab es für mich halt nur einen hier. Und der war halt Tobi. Und wenn das nichts ist, fahre ich lieber nach Hause, als mit dem falschen Mann ein Couple zu sein. Und ich denke, aller guten Dinge sind drei. Und wenn es dann nichts ist, ist es eben nichts. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich finde das total schön von dir, das, was du hältst und was du denkst. Das weiß ich echt zu schätzen. Wirklich, ich kann das auch eigentlich mit den Höhen und Tiefen nur wieder zurückgeben. Wir haben ne, schöne Zeiten gehabt, aber auch turbulente Zeiten. Du bist eine wundervolle Frau, hast einen super Charakter. Eigentlich das Gesamtpaket, was man haben muss. Alle guten Dinge sind drei. Schön. Happy End für unser Traumpaar. Nicht so schön für Richard und Janine. Die sind damit leider raus.